Hallo und herzlich willkommen bei 5 Ideen. Mein Name ist Dave. Schön, dass du am Start bist. Das ist ein 5 Ideen Podcast als Video. Und falls du noch nicht mitbekommen hast, der 5 Ideen Podcast ist wieder online. Genauso wie der Kopf schlägt Potenzial Podcast und ganz neu der Fang an Podcast. Der Macher Podcast für Profis und Anfänger. Für gestandene Unternehmer und für blutige Startups. Also wenn du dir das mal reinziehen möchtest, findest du alle Links unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß im Interview mit Matthias Aumann. Yeah. Matthias Aumann ist mal wieder zu Gast von der Aumann Grün AG von Company Best, der vom Hauptschüler zum Vorstand gewachsen ist, vom Gartenlandschaftsbau zum Unternehmensberater, könnte man sagen. Also alles ist möglich. Matthias, ich freue mich sehr, dass du heute in der Sendung bist. Herzlich willkommen. Hi Dave, danke für die wunderbare Einleitung. Ja, also ich bewundere ja deinen Werdegang schon lange, seitdem wir uns kennengelernt haben, seitdem ich mich dann auch wirklich mit deinem Werdegang beschäftigt habe. Und ich habe gehört, dein Know-how ist so gefragt, du hast ein zweites Buch geschrieben. Was ist da los? Genau, wir haben ein zweites neues Buch rausgebracht, Stark im Marketing. Kam aufgrund der ganzen Events. Wir haben ja erst das erste Buch genau vor einem Jahr veröffentlicht, nicht Schulklug, sondern Straßenschlau. Daraus sind dann die Company Best Events entstanden und ich habe gemerkt, bei den Company Best Events, da war echt eine extrem hohe Nachfrage immer nach dem gleichen Thema, das war immer mehrheitlich Marketing. Marketing, Marketing, Marketing. Ja, und die Nachfrage erschafft ja bekanntlich das Angebot. Und so habe ich gedacht, cool, 9.9.2017 das erste Buch, 9.9.2018 dann das zweite Buch, Starke Marketing. Ja, sehr geil. Ja, ich will noch mal kurz den Background erklären für alle, die jetzt die Podcast-Folge vorher mit dir nicht gehört haben oder die Inhalte nicht gesehen haben. Deine Gartenlandschaftsbau AG, die Aumann Grün AG, hat, muss mich berichtigen, aber ich glaube 150% Zuwachs im Jahr Durchschnitt, gehört zu den Platz 54 in der europäischen Statistik für am meisten wachsende Unternehmen. Ja? Mhm. Und das ist sozusagen auch der Background, den du beschreibst, auch in deinem Buch und auch auf deinen Events. Und ich habe dein Event besucht und du gehst da auch wirklich tief rein, erzählst, wie du das gemacht hast. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich viele danach gefragt haben, ob du sie im Marketing unterstützen kannst. Erzähl doch mal so ein bisschen, was sind das für Events gewesen, die du bisher gemacht hast? Mhm. Die Company Best Events, also wer war da, für wen ist das was? Dass man einfach für alle, die nicht da waren, noch mal so ein bisschen versteht, was da eigentlich abging. Sehr gerne. Also die Events sind aus dem Buch entstanden, wie ich gerade schon sagte, nicht Schulklug, sondern Straßenschlau. Und das Buch war an alle Unternehmer, angehenden Unternehmern, Selbstständigen und Gründern in Deutschland gerichtet. Also erstmal eine große Gruppe an Menschen. Und ich bin da so rangegangen, ich habe erstmal viele Umfragen gestartet und wollte wissen, wo drückt überhaupt bei euch genau der Schuh? Was sind die Probleme, die euch ja nachts nicht schlafen lassen? Und herauskamen irgendwie die Denkweisen zum Erfolg, den eigentlich beigebracht in der Schule. Marketing, wie man wirklich gute Kunden produziert am laufenden Fließband und wie man heutzutage noch Mitarbeiter findet, die richtigen und diese dann auch führt, dass das ein eingeschweißtes Team ist. Und genau über diese drei Themen handeln auch meine Company Best Events, sind abendfüllende Intensivveranstaltungen. Du warst ja schon dort. Genau darüber handeln diese Themen. Denkweisen zum Erfolg, Mitarbeiter finden und führen und smartes Marketing. Mhm. Ja, also erstmal ist es natürlich beachtlich, dass man mit dem Gartenlandschaftsbau solche Erfolge feiern kann. Das heißt, irgendwas musst du da richtig gemacht haben, weil das war nicht einfach nur Glück in Folge. Und vielleicht kannst du da mal so ein ganz kleines bisschen erklären, wie du da vorgegangen bist, weil du hast da so ein Abo-Modell irgendwie erfunden. Ja, was es bisher noch nicht gab. Und ich muss sagen, ich finde das so smart. Das ist so ähnlich wie diese Geschichte von Tetra Pak. Dieser Tetra Pak-Typ hat eigentlich Papier verkauft und alle Papierhändler haben rumgeheult, wir haben ein vergleichbares Produkt, wir müssen das voll billig verkaufen und so weiter. Und der Tetra Pak-Typ
von dem ich leider nicht weiß, wie er heißt, hat einfach den Saftherstellern Maschinen zum Einpacken von Saft hingestellt und hat gesagt, ihr kriegt die Maschine umsonst, aber ihr müsst bei mir das Papier verkaufen. Ja, genau. Bam. Auf einmal war der erfolgreichste Papierhändler der Welt, wahrscheinlich. Ja? Und bei dir war es so ähnlich, du bist der erfolgreichste Gartenlandschaftsbauer der Welt, oder? Nee, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Noch nicht? Nee, ja, wir haben uns halt ganz genau auf eine Zielgruppe spezialisiert. Ich glaube, damit fängt alles Gute erstmal an, unternehmerisch, dass man nicht everybody's darling ist. Ich glaube, everybody's darling ist everybody's step. Also wir haben uns genau auf eine Zielgruppe spezialisiert. Das sind langfristige Kunden in Form von Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen, Gemeinden. Und da gehen wir langfristige Verträge mit ein, 3, 4, 5 Jahresverträge, keine One-Night-Stands. Und dieses Geschäftsmodell habe ich dann runtergebrochen auf den Privatgartenmarkt, wie du gerade schon sagtest, in der Gartenpflege im Abo, so dass ich den Kunden wirklich über ein Jahr an meinem Unternehmen Minimum binde, im Privatgartenmarkt, und mit ihm jeden Monat neu in Kontakt treten kann und ihm jeden Monat was Neues verkaufen kann oder irgendwie ihn worauf hinweisen kann, auf eine Aktion, auf irgendwas, was ich an seiner Stelle in seinem Garten machen würde. Genau, so sind wir da rangegangen. Also wir machen nicht alles wie die meisten, sondern wir machen nur eine Sache, die machen wir mit Herzblut und ziemlich gut. Und dann geht es auch auf Flughöhe. Geil. Ja, und aber du hast noch ein paar mehr Marketinggeheimnisse, sonst hättest du wahrscheinlich kein Buch darüber geschrieben. Ja. Also, wenn ich jetzt schon auf deinem Event war und dein erstes Buch gelesen habe, was würdest du sagen, erfahre ich Neues, wenn ich jetzt ja, dein neues Buch mir zu Gemüte führe? Also ich glaube, ich habe eine gute Fähigkeit, und das sind ja komplexe Sachen einfach zu erzählen, dass die jeder versteht. Und so habe ich das auch mit einem Marketingbuch jetzt gemacht. Womit fängt Marketing überhaupt an? Weil auf mein Event gehen wir schon ein bisschen, da sind schon meiner Meinung nach etwas fortgeschrittenere. Und aber womit fängt wirklich gutes Marketing an? Das ist erstmal, warum ist es überhaupt wichtig, seine Zielgruppe ganz genau zu kennen? Warum ist es wichtig, seine Zielgruppe ganz genau zu beschreiben? Also die ganzen Basics, das sind Kundenlisten, das sind, womit fängt dein Kunde an, beschreibe ihn ganz genau. Dann haben wir ganz einfache Checklisten, dass man wirklich herausfinden kann, wie sieht überhaupt mein Traumkunde aus. So habe ich das Buch angefangen zu schreiben. Und dann einfach habe ich das so beschrieben, wie ich das bei mir im Aumann Grün AG, in der Aumann Grün AG auch gemacht habe. Von ganz banalen Sachen, wie gibt es den Leader nicht, gibt es die Company nicht, Beispiele, erzähl mir das, kennst du den Chef von Klaus Hipp? Ja, von Hipp, Klaus Hipp. Kennst du den Chef von Milupa? Nee. So, und so kannst du in jeder Branche weitermachen. Also Kunden kommunizieren gerne mit Menschen. Menschen kommunizieren mit Menschen und nicht mit Logos. Also mit den ganz einfachen Sachen, den Basics und dann halt ja grundlegende Gesetze, worauf Marketing aufbaut. Also probier nicht immer besser zu sein, weil wenn du besser bist, bist du vergleichbar. Also probier anders zu sein. Wie wird man anders? Schaffe Kontrastprogramme auf die Schwächen deiner Mitbewerber. Also einfache Kniffe, immer 2, 3 Schritt-für-Schritt-Anleitungen direkt zum Nachmachen und das auch im Buch. Also ist ein Arbeitsbuch auch. Mhm. Ja, sehr cool. Und ja, du hast ja auch sozusagen dein Geschäftsfeld umgebaut. So, ja, also deine, vielleicht kannst du die Situation mal so ein bisschen erklären. Also du hast im Endeffekt den Gartenlandschaftsbau in gewisser Weise verlassen. Also ich habe ja so Umsetzungstypen entwickelt und ich würde sagen, du bist jetzt Imker. Ja, du bist Imker und du hast deinen Bienenstock verlassen. Der arbeitet von alleine. Du hast die Rahmenbedingungen geschaffen. Du schaust ab und zu mal nach, ob da noch alles beim, also kontrollierst ab und zu mal den Honig sozusagen. Ja, aber du kümmerst dich jetzt schon wieder um den nächsten Bienenschwarm. So dass du dich, oder wie sieht das so deine Situation aus? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Weil das ist natürlich auch der Unterschied zu einem, also zwischen Selbstständigen und Unternehmer. Ja, und ich glaube, dass du das ganz gut beispielhaft zeigen kannst und auch da so eine Art Pionier bist für viele. Also, ich bin nicht mehr im Tagesgeschäft gefangen, auf gut Deutsch gesagt. Oh. Also ich habe gerade das Mikro umgeschmissen. Ja, nochmal. Ah, du lebst noch, das ist gut. Also ich bin nicht mehr im Tagesgeschäft gefangen, auf gut Deutsch gesagt einfach. Also mein Unternehmen funktioniert unabhängig von mir.
Also ob ich da bin oder nicht, das soll sich jetzt nicht arrogant oder blöd anklingen, aber ja, das macht in erster Linie im Tagesgeschäft keinen Unterschied aus. Wie du gerade schon sagtest, ich bin der Imker und nicht die Biene, die den Honig produziert, sondern ich schaue bei mir im Bienenstock, bei mir im Unternehmen rein und ja, probiere den Honig und probiere es zu optimieren, ob man nicht schneller vielleicht Honig produzieren könnte oder ob man nicht irgendwie den Honig verbessern könnte. So kann man sich das eher vorstellen. Also am Unternehmen arbeiten, Ziele, Visionen vorgeben, der Feelgood-Manager sein, die Innovation im Unternehmen ein bisschen vorantreiben, zu schauen, ja, wie entwickelt sich überhaupt generell so die Gartenbaubranche und darauf das Unternehmen eher zu hin entwickeln. Ja, aber aktuell wirklich mit wenigen Stunden pro Woche im Einsatz für die Aumann Grün AG. Genau. Und jetzt im neuen Bienenstock, das ist mein neues Unternehmen und das ist der Company Best Verlag. Darüber machen wir Events, Seminare, Veranstaltungen, das zweite Buch, Online-Produkte, also alles, was irgendwie was mit dem Thema Unternehmertum zu tun hat. Anderen dabei zu helfen, ja, höhere Ziele zu erreichen. Und das Buch ist natürlich eine Sache und auch Events. Also ich gehe davon aus, dass deine Events werden, wird weitergehen mit den Events oder was ist da geplant? Ja, genau. Also wir haben dieses Jahr 20 eigene Events jetzt auf die Beine gestellt, plus unzählige Vorträge und wo ich so einfach eine Keynote gehalten habe oder einen Impulsvortrag. Nächstes Jahr wird es die gleichen Events geben, bloß größer. Diesmal waren es ja Abendveranstaltungen, nächstes Jahr werden es Tagesveranstaltungen. Und da wollen wir auch größere Räume haben auf jeden Fall. Und dann wird es auch Tagesseminare geben in Form von diesen drei Kernthemen. Immer Denkweisen zum Erfolg, Mitarbeiter finden und führen und Marketing. Mhm. Und wann geht das los? Hast du da schon Termine oder ist das? Ab Januar 2019. Und du hast ja auch einen sehr interessanten Termin im Oktober noch, ne? Am 27. Oktober in Köln. Genau, da mache ich mit KLS und jetzt aktuell ist der Torbenplatzer auch noch mit dabei. Da machen wir ein Tagesevent über das Unternehmertum, Skalierbarkeit, Online-Marketing, Markenaufbau. Also wir vereinen da so die Offline-Welt von mir mit der Online-Welt von Karl und Torben. Und ich bin jetzt ja auch mittlerweile etwas online-lastig unterwegs. Also ich kenne mich da auch aus und das verschmelzen wir dann. Ich kann das, glaube ich, sehr, sehr gut verknüpfen mittlerweile, die beiden Welten, weil die meisten, die dort an diesem Tag teilnehmen, werden halt auch offline-lastig Unternehmen sein. Mhm. Und die wollen gerne online-lastig werden oder dadurch Kunden gewinnen und Umsatz generieren. Ja, und das zeigen wir da wirklich mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit Templates, mit geheimen Checklisten, mit Vorlagen zum Nachmachen an einem Tag, wie das geht. Okay, geil. Und gibt es da noch Tickets? Gibt es auch noch Tickets, ja. Haben ein ganz tolles Forum gemietet. Über 500 Teilnehmer werden erwartet. Ja, ist in Köln, in der Eventstadt. Das wird gut. Okay, ja, sehr geil. Und wenn man jetzt, also ich meine, ich finde es lustig, ich habe vorhin erst noch telefoniert mit einem Kunden, der wusste noch nicht, was ein Podcast ist. Ne? Also viele Leute, die jetzt hier Podcast hören oder die YouTube gucken, die für die ist das Thema Digitalisierung und online total einfach wie die Luft zum Atmen. Man denkt überhaupt nicht mehr darüber nach. Ja, und aber du sprichst es an und gerade auch diese handwerklicheren Berufe, sage ich jetzt mal, ja, und das ist ja so die pure Offline-Welt, die haben es überhaupt noch nicht erkannt. Die haben noch nicht mal ein Customer Relation Management System, also CRM, wo man halt irgendwie eine Kundenliste hat oder so, was du angesprochen hast. Und wenn du das jetzt mal so siehst und du bist auch in Kontakt mit vielen Leuten auf deinen Events, die halt sozusagen in diese neue Welt hineintreten, ja, was ist denn da das, was ist das Problem? Was ist die Herausforderung? Warum haben die alle noch gar kein, noch nicht online verstanden? Alle reden von der DSGVO und die haben noch nicht mal E-Mail-Marketing angefangen. Und wir haben 2018, wir haben bei 2019. Was ist da los? Ich glaube, das liegt eher daran, weil die meisten selbstständigen Unternehmer im Tagesgeschäft gefangen sind und sich dafür keine Zeit freischäffeln, weil das für die Raketenwissenschaft ist. Ja, das wie mit der Disziplin. Also nicht von heute auf morgen sagen, ab jetzt renne ich jeden Tag 2 Stunden im Wald, sondern fangen wir lieber an, jeden Tag erstmal 20 Minuten zu laufen. Mhm. So, also für die ist das so ein Riesenpaket und die wissen nicht, wo die mit anfangen, wo die mit aufhören müssen und alles ist so weit weg. Die Insel ist nicht erreichbar, alles Raketentechnik, kein Verstand. Und dafür sich mal im Tagesgeschäft ein bisschen Zeit freischaufeln, ja, womit fange ich da? Also ich glaube, damit fängt das ja an. Also erstmal, dass man im Tagesgeschäft gefangen ist und dann nicht genau weiß, womit fange ich an, was gibt es überhaupt, alles.
Also Stück für Stück und dann auch Zeit für Freischaufeln, damit, glaube ich, daran scheitern die meisten, dass sie das nicht zusammen schaffen. Das ist ja auch noch der Unterschied, wenn man dann halt so tief im Unternehmen ist, dass man selbst unabdingbar ist, dann in meinem Umsetzungsmodell heißt es ja die Spinne. Die Spinne, die alles kann, aber auch alles alleine macht, ne? Dann ist man auch gefangen, dann hat man auch keine Möglichkeit, sich sozusagen mit diesen neuen Themen zu beschäftigen und dann wird man halt einfach schnurstracks überholt. Also ja, auf jeden Fall extrem wichtig und ich glaube, in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar im nächsten Jahr wird das einfach entscheiden über Sieg oder Niederlage. Ja, also auch wenn es einem jetzt noch gut geht. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich kann dein Buch lesen, ja, und kann mir danach vielleicht selber helfen, ich kann zu deinen Events gehen, krieg da Checklisten, krieg da alles, kann mir danach vielleicht selbst helfen, ist alles gut, aber kannst du auch jemandem direkt helfen? Ist das was, was du auch machst oder dein Team, dass ich jetzt sage, alles klar, Matthias, vielen Dank, dein Buch ist bestimmt gut, aber komm bitte zu mir, mach das mal direkt klar oder kannst du uns irgendwie ein bisschen abkürzen? Ja, machen wir auch, klar. Also Buch ist ja immer Selbsthilfe, ne? Man muss selber durchlesen, man muss selber durcharbeiten und umsetzen. Ein Seminar ist auch Selbsthilfe, man muss selber hingehen, ist aber interaktiv und man bekommt natürlich Fragestellungen ganz anders und man kriegt ja was durch den Kopf gefickt. Aber wir machen natürlich auch 1-zu-1-Coachings, wir haben ein kleines Team mittlerweile, die selbst Online-Marketing bei mir machen, sind 3 Leute. Und da bieten wir das mittlerweile auch schon für unsere Kunden selbst an, die sagen, ich baller lieber, ich will mich da nicht mit befassen. Kennst du jemanden, der das macht? Kommt dann aufs Projekt an. In der Regel der Fälle können wir es selber machen für die. Cool. Und sind das jetzt in erster Linie auch gerade ein Landschaftsbauunternehmen oder alle möglichen Branchen? Wo kommen die her? Was sind das so für Unternehmen? Wie lange sind die am Markt? Alle sämtlichen Branchen durchweg. Also bei mir sitzen jetzt nicht nur Handwerksunternehmen, sondern von der Fitnessstudio bis Finanzdienstleister bis selbst Online-Marketing-Agenturen sitzen dort. Also von bis. Natürlich beauftragt eine Online-Marketing-Agentur keine andere Online-Marketing-Agentur in der Regel. Aber ich glaube, da sind die Kunden branchenübergreifend. Weil das Ziel dahinter ist ja wahrscheinlich immer das Gleiche. Entweder geht es um mehr Umsatz oder Mitarbeiter finden oder irgendwie eine Sichtbarkeit schaffen. Ja, cool. Ja, ich kann mich an das Thema, ich habe 2012 schon versucht, mit Unternehmen darüber zu reden. Und damals haben sie mich angeguckt, als wäre ich vom Mond oder spreche nur Sanskrit. Und jetzt, dass das halt ja immer noch so ist, dass halt immer noch die meisten hier in Deutschland einfach hinterherhängen, da muss man was ändern. Und nochmal der Appell an jeden da draußen, der das jetzt hier hört, ne, wenn ihr jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, dann, keine Ahnung, holt euch das Buch von Matthias und dann legt das eurem Chef hin oder lest das mal selber. Vielleicht kommt ihr mal auf andere Ideen. Ja, denn in guten Zeiten geht es allen gut, aber in schlechten nur den Besten. Ja. Und das ist halt sozusagen die letzte Warnung. Ne? Und wenn ihr 2019 Gas geben wollt, dann fangt ihr natürlich jetzt an, im Herbst und nicht erst im Januar. Ja? Weil dann ist das schon zu spät. Definitiv. Ja, also Matthias, ich freue mich, dass du uns nochmal diesen Einblick gewährt hast. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, dass du dich da auch auf diesem Feld darum kümmerst, weil du auch den Trust hast und du hast die Glaubwürdigkeit, du hast das Unternehmen ja, in einem Bereich, wo alle gesagt haben, das ist nicht so sexy, hast du es richtig sexy hingelegt, ja, und die Leute arbeiten gerne bei dir, 70 Mitarbeiter oder noch mehr. Ja, also du weißt davon, was du da erzählst, ja, und auch egal ob es Handwerk ist oder ob es irgendwie Mittelstand ist, ich glaube, online kann man da nochmal einiges mehr optimieren. Bin ich mir sicher. Sehr cool. Ja, und ich freue mich, wenn ich dich dann das nächste Mal sehe auf dem Event in München oder vielleicht in Köln. Ich muss mal schauen, ob ich das schaffe zu dir und Karl und Torben. Da würde ich mich freuen. Ich mich auch. Dann hast du noch was Wichtiges zu sagen, was ich jetzt vergessen habe? Hast du noch irgendeinen besonderen Termin, den ich nennen muss? Nee, einen besonderen Termin nicht. Sichert euch das Buch, Starke Marketing. Ist nie ein Kampf der besseren Produkte,
sondern Marketing ist nur die Illusion im Kopf des Kunden. Und vielleicht noch eine Sache, lernt von den Menschen, die es vorgemacht haben, lasst euch wirklich Ergebnisse zeigen, weil wenn ihr euch Ergebnisse zeigen lasst, dann habt ihr eine viel, viel einfachere Auswahl, weil dann bleiben nur noch 2-3% über, weil zu viele Rennrobben haben noch nie was vorgewiesen, noch keinen glücklichen Kunden hinterlassen, keinen Mitarbeiter eingestellt, geführt oder irgendwie Umsatz gemacht. So, und bei aller Liebe, wie soll das funktionieren? Ne? Deswegen, lasst euch Ergebnisse zeigen, dann bleiben die richtigen Berater, die richtigen Leute über, die euch auch wirklich aufs nächste Level helfen können. Sehr geil, sehr gutes Schlusswort. Matthias, vielen lieben Dank. Rock'n'Roll, gute Laune, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ciao, ciao.